gut? Okay, warte ganz, ich muss das ganz so testen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Boah, ich hatte schon Schiss, dass heute keine Assis da sind. Aber ihr seid da! Oh, und alle anderen natürlich auch. Herzlich willkommen erstmal. Mein Name ist Rebecca Miro. Ich bin halb Serbin, halb Italienerin und in Berlin geboren. Und ich bin im musikalischen Bereich tätig. Ich mache ganz, ganz viel an Schulen. Ich habe eine eigene Anti-Mobbing-Kampagne. Ich mache kulturelle Bildungsprojekte. Und ich bin auch ausgebildete Radiomoderatorin. Und zu der Zeit im Radio war ich auch noch ganz, 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 ganz kurz Nutte. Laut den Zuhörerinnen, die mich angerufen haben. Aber ich danke euch auf jeden Fall für dieses... Klar ist die Nutte. Guck dir diese Jacke an. Ich warte immer noch auf dieses... Was? Du Nutte? Nein. Das kommt aber irgendwie nie. Naja, aber egal. Das ist wirklich aber eine true story. Ich wurde von heute auf morgen einfach beleidigt mit den krassesten Ausdrücken. Ich habe Hassnachrichten bekommen. Und ich war so, hä? Was ist da passiert? Ich sag euch, was ich gemacht habe. Ich habe einer schwangeren Frau den Mann weggenommen und mit ihm bei Let's Dance getanzt. Ja. So habe ich nicht reagiert. Ich war so, das ist natürlich scheiße. Das macht man ja nicht. Da war ich auch traurig. Und dann ist mir aufgefallen, das war ich überhaupt nicht. Das war die ProSieben-Moderatorin und das Model, vielleicht kennt ihr die ja, Rebecca? Ja, die Assis kennen die, ne? Ja. Ja, das war Rebecca Mir. Ich heiße Rebecca Miro. Das habe ich auch den Hatern gesagt, aber dann kam zum Glück immer so eine ganz krasse emotionale Entschuldigung. Ja, blöd, habe ich nicht gesehen. Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Entschuldigung, die ist nicht zu scheiße, aber irgendwie auch nicht zu nett. Ich sag euch ganz ehrlich, wäre ich so Polizistin, ne? Und jemand wird so einen Klimakleber überfahren und wird dann sagen so, ah, blöd, habe ich nicht gesehen. Würde ich sagen, nee, ist okay. Ja, ich habe letztens den Witz gemacht in Berlin, alle so. Da waren auf jeden Fall einige Klimakleber, glaube ich, da. Ja, nee, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Glück hat es dann aufgehört, ne? Und für mich war das einfach so, okay, Schicksal, das musste einfach passieren. Hm. Aber dann habe ich überlegt, aber was ist die Moral von der Geschichte? Genau, Rebecca Mir ist die Nutte, Rebecca Miro nicht. Ich saß vor lange da dran, voll schlau, oder? Genau. Ich sitze abends sehr, sehr gerne zu Hause, hau mir da irgendwelche Flips rein und binge irgendwelche Serien, aber ich habe das Gefühl, das Leben geht an mir vorbei. Was passiert da draußen? Und dann ist es gut, dass man diese eine Freundin hat. Ihr kennt diese eine Freundin. Die ist die ganze Zeit draußen, die macht auch alles so mit, sexuell aktiv, offen, voll gut. Und dann kann ich mich mit der so treffen und dann erzählt sie mir alles. Sie zeigt mir Fotos. Ich so, was? Zeig mal! Wirklich? Richtig geil. Und ich habe das Gefühl, ich bin dann so dabei. Aber eben ohne Menschen, ohne Schweiß, und ohne Geschlechtskrankheiten. Also richtig geil. Und dann habe ich mir überlegt, okay, erzähl mal, was gibt's denn da draußen? Und dann hat sie mir eine Sache erzählt. Ich habe das nicht geglaubt, dass es sowas gibt, ne? Ich habe es gegoogelt, hätte ich mal nicht googeln sollen. Jetzt habe ich diese Bilder in meinem Kopf, Leute. Es gibt da draußen Dinge, die nennen sich Glory Holes. Ja, du lachst schon. Ja, bin ich jeden Tag. Habe ich schon irgendwie gedacht, als ich dich gerade gesehen habe. So, Glory Hole. Für die Leute, die jetzt gerade so denken, so, hä, was ist das? Guck mal, ich bin jetzt eure Freundin. Also, doch, natürlich. Doch, 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 pass doch mal auf jetzt da hinten. Glory Hole heißt ja übersetzt glorreiches Loch. Das hat aber nichts irgendwie mit so einem glorreichen Loch zu tun. Das ist einfach so eine Wand und da ist so ein Loch und da stecken Typen, so wie er, gerne ihr Ding rein. Und ich denke mir, was für eine Scheiße. Ja, für anonymen Sex. Und ich habe das nicht geglaubt, ne? Also wie anonym willst du Sex haben, vor allem so in Berlin? Ja, kein Körperkontakt. Da soll noch so eine Wand dazwischen sein. Und dann war ich so, okay, warte mal ganz kurz. Ich möchte das verstehen. Ich möchte ja Dinge nachvollziehen können. Wie funktioniert das? Geht man einfach um 22 Uhr dahin und sagt, oh, heute gehe ich mal zum Glory Hole und warte wie beim Angeln, dass jemand an meinem Wurm anbeißt. Ist es nicht kalt, wenn man die ganze Zeit mit heruntergelassenen Hosen da steht? Hm? Blasenentzündung? Nee, und dann habe ich überlegt, ganz ehrlich, ich wäre gern bei so einem Glory Hall. Ich
weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gibt so ein Spiel damals auf dem Rummel. Ich war auf jeden Fall die Beste. Das hieß Whack a Mole. Da kam immer so ein Maulwurf aus diesen Löchern. Und du stehst mit so einem Knüppel und versuchst, diesen scheiß Maulwurf zu treffen. Boah, das bin ich beim Glory Hole, Leute. Ich habe auch niedrigen Blutdruck. Es ist also einfach für mich so, weil ich mir denke, mein Leben ist so langweilig. Also dachte ich mir so, pass auf, ich gucke in den Foren nach. Die gehen um 22 Uhr dahin, dann verstecke ich mich. Und wenn er sein Ding dann da durchmacht, dann hau ich da drauf und schrei 3 Punkte! Erstmal für den, damit er weiß, er soll einfach nicht sein Ding in irgendwelche Löcher reinstecken. Was ist das? Und für mich halt so Blutdruck und so, ne? Und habe ich überlegt, ganz ehrlich, wenn er mich verklagen sollte und dann sagt so, ja, guck mal, du hast hier was kaputt gemacht und so, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich vor Gericht stehe und sage, ja, blöd, habe ich nicht gesehen. Das war's auf jeden Fall von mir. Ich bin Rebecca Miro. Danke.